Gut, dann würde ich sagen, wir starten. Herzlich willkommen bei der Talkreihe Arbeit und Teilhabe vom Aktionsbündnis Muslimische Frauen. Ich darf heute Brigitta Wortmann begrüßen. Sie ist Senior Political Advisor bei BP Europa SE und besitzt 25 Jahre Erfahrung und Wissen in den Bereichen External Affairs und Interessenvertretung, Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility. Sowohl beruflich als auch privat setzt sie sich für eine inklusive Kultur in Organisationen und in der Gesellschaft ein. Und sie ist Vertreterin, also sie ist als Vertreterin vom BP eine der Initiatorinnen der Charta der Vielfalt mit über 3.900 unterzeichneten Unternehmen. Und sie hat auch mit anderen Frauen und Männern das internationale Netzwerk Anna Huna gegründet, das sich für wirtschaftliche Integration von Frauen einsetzt. Frau Wortmann, herzlich willkommen aus Berlin bei unserem Talk zum Thema Arbeit und Teilhabe. Ja, hallo, ich freue mich, heute hier zu sein und das Gespräch mit Ihnen zu führen. Freue mich auch. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Nermin Ismail. Ich bin Journalistin und Autorin. Und ich freue mich, diese Serie für das Aktionsbündnis Muslimische Frauen zu moderieren. Vielleicht fangen wir direkt mit dem Thema Charta der Vielfalt an. Darin steht geschrieben, die Vielfalt der Gesellschaft beeinflusst durch die Globalisierung den demografischen und gesellschaftlichen Wandel, prägt auch die Arbeitswelt in Deutschland. Wir können wirtschaftlich und als Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt anerkennen, fördern und nutzen. Wie wird diese Vielfalt oder die Anerkennung dieser Vielfalt in der Berufswelt oder Arbeitswelt insgesamt in der Realität aussehen? Also wodurch zeichnet sie sich aus? Ich fange noch mal ganz kurz so bei der Charta der Vielfalt noch mal an, was sozusagen Sinn und Zweck dieser Charta ist. Die Charta der Vielfalt wurde 2006 von vier Unternehmen und auch der Beauftragten für Integration, Migration der Bundesregierung gegründet als eine Selbstverpflichtung. Eine Selbstverpflichtung von Unternehmen, die sagen, wir wollen bei uns eine Kultur der Inklusion und der Vielfalt in der Organisation umsetzen und leben. Das ist in gewisser Weise eine Motivation gewesen, aber es war auch so, 2006, das Thema Diversity Inclusion war noch ziemlich weit weg hier in Deutschland. Und das Thema, es ging darum, dass wir gesagt haben, wir möchten dieses Thema Diversity Management, wie geht man mit der ja, Ressource, Vielfalt, positiv um. Das wollten wir damals im Grunde in diese deutsche Unternehmenslandschaft reinbringen und eine Plattform gründen, wo wir so einen Best-Practice-Austausch machen, ne? Weil das ist eine Reise. Man sagt jetzt nicht einfach so, wir sind jetzt ein vielfältiges Unternehmen, bums, das ist es jetzt, sondern es ist im Grunde eine Reise, die ewig lange dauert und wahrscheinlich auch nie so ganz zu Ende ist. Und von daher ist die Charta der Vielfalt, die inzwischen auch einen eigenen Verein hat und von großen Unternehmen getragen wird, sind einmal die Vereinsmitglieder, aber es gibt über 4.000, oder jetzt 4.000, gerade diese Woche hat das 4.000. Unternehmen unterschrieben. Das ist halt im Grunde jetzt etwa eine Institution oder eine Initiative, die diese in der Gesellschaft und in der Unternehmenswelt dieses Thema Diversity und Inklusion weiter voranbringt. Sie hatten jetzt eben so eine riesengroße Frage gestellt. Vielleicht können wir die einfach in kleinere Stückchen noch irgendwie aufteilen. Weil das ist jetzt erstmal, wenn man das im Unternehmen dann umsetzt, dann geht es natürlich dann wirklich sehr stark in die Strukturen und in die Praxis. Okay, Und vielleicht kommen wir doch später erstmal zu den genau, Unternehmen. auf die Umsetzung gehen wir vielleicht später ein. Aber vielleicht, weil Sie auch gesagt haben, es ist ein Prozess und ein langer Weg, der erst begonnen hat, 2006. Wo sehen Sie Deutschland jetzt, vor allem vielleicht auch im internationalen Vergleich? Also das Thema Diversity Management, Diversity hat sich, hat eine, denke ich, schon eine relativ breite Untersuchung oder so Verbreitung bekommen. Es gibt da auch eine sehr gute Studie, die man auf der Seite der Charta der Vielfalt nachlesen kann, wo man auch so sieht, wie die Entwicklungen in den letzten Jahren waren. Was man sicherlich sagen muss, in vielerlei, in der Konsequenz ist es häufig noch, sind die, ist so die angelsächsischen Länder noch weiter.
auch häufig als wir. Und es ist, die Charta der Vielfalt hat einen sehr breiten Ansatz, auch im Diversity-Verständnis. Also es geht hier um Gender, um kulturelle Herkunft, es geht um Generationen, Menschen mit Beeinträchtigungen, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung und Identität. Und das sind ja sechs Dimensionen. Ich hoffe, ich habe sie jetzt gerade alle genannt. Und eine siebte ist jetzt neu dahin zu kommen, auch die soziale Herkunft als eine Diversity-Dimension. Daran sieht man auch, es gibt einfach, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, man kriegt unterschiedliche neue Erkenntnisse und stellt dann eben fest, Mensch, wir müssen das Thema soziale Herkunft viel stärker in den Fokus nehmen. Und von daher ist es etwas, je weiter man sich in dieses Feld des Diversity Management reingibt, umso mehr entdeckt man im Grunde auch blinde Flecken bei einem selber und in Organisationen, an denen gearbeitet werden muss. Und die Charta der Vielfalt hat entsprechende Handreichungen rausgegeben. Einmal im Jahr gibt es die große Diversity-Konferenz von der Charta der Vielfalt in Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel. Und einmal im Jahr findet auch der Deutsche Diversity-Tag statt, in der Regel im ersten Jahreshälfte, wo viele Organisationen, es sind nicht nur Unternehmen, sondern auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen, ich glaube fast alle Bundesministerien, die Charta inzwischen unterschrieben haben. Und vielleicht nochmal so das Thema Selbstverpflichtung. Also es ist eben eine Selbstverpflichtung. Es ist keine Urkunde, die man bekommt, weil man schon so gut ist, sondern es ist eher auch eine Motivation und ein Statement nach außen hier, das ist etwas, an dem wir auch arbeiten wollen. Und wenn ein Unternehmen das unterschreibt oder eine Organisation, dann kann man im Grunde davon ausgehen, dass es ja auch eine Entscheidung der Führungsmannschaft dazu gibt oder der Führungsriege und des Vorstandes, so dass sich dann doch eine ganze Reihe von Menschen im Unternehmen dann Gedanken gemacht haben. Ist es das? Wollen wir wirklich eine Kultur der Vielfalt so fördern und wollen wir uns damit entsprechend exponieren auch? Das hängt ja auch sehr, sehr stark damit zusammen, wie Vielfalt in der Gesellschaft betrachtet wird. Sie haben schon von Vielfalt als positive Ressource gesprochen. Oft wird Vielfalt oder vielleicht oft einfach die Andersartigkeit als Gefahr gesehen oder löst Ängste aus. Wie hängt das zusammen? Also wie kann man sozusagen in der Gesellschaft Vielfalt als etwas Positives irgendwie erklären oder bekannt machen. Das hängt wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Thema Bewusstsein schaffen und sensibilisieren. Und wie schafft man das dann auch in die Unternehmen hineinzubringen? Also am besten kann ich wahrscheinlich dann über die Unternehmen sprechen, wie man es da macht oder wie wir es in unserem Unternehmen machen. Es ist natürlich ganz wichtig, wenn man eine offene Gesellschaft hat, die in der Menschen in ihrer ganzen Vielfalt auch offen leben können und sich ausdrücken können und so. Dann, das heißt, das bedeutet, dass viel Dialog, es bedeutet viel Neugierde, auf anderen Leuten zugehen und Redebereitschaft, würde ich erst mal sagen. Es gibt dann noch viel mehr, sicherlich in Bezug auf Strukturen. Wir haben das ganze Thema auch faire Strukturen. Das ist ein wichtiges Thema, aber vielleicht kann ich eher sprechen, was das für Unternehmen bedeutet, wenn sie das umsetzen. Oder was aus der Erfahrung, die ich jetzt von meinem Unternehmen habe, BP, was das bedeutet, sowas, so eine Kultur der Vielfalt und Inklusion, wie wir sagen. Und es gibt noch einen dritten Begriff, da komme ich nachher nochmal drauf, das umzusetzen. Und BP ist schon seit gut 20 Jahren dabei, daran zu arbeiten. Und zunächst mal geht es ja auch darum, Vielfalt, die im Unternehmen ja ist, sichtbar zu machen. Zum Teil sichtbar zu machen, eine Kultur, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, dass die Leute eben auch ihre Persönlichkeit offen sich öffnen und sie auch offen leben im Unternehmen.
Das heißt, das ist das eine, erstmal die vorhandene Vielfalt schon, dass die sichtbar wird, aber eben auch dann bewusst Vielfalt herzustellen, indem man Übereinstellungsprozesse eben ganz bewusst auch sie so gestaltet, dass sich Menschen, die vielleicht sonst nicht, und ich in der Ölindustrie ist ja ursprünglich sehr, sehr Männer geprägt, weiße Männer, angelsächsische Männer, und das im Grunde aufzubrechen und ganz bewusst dann auch in Führung auch Frauen, ja, attraktiv zu Frauen zu werden, dass sie dort auch ja, sich betätigen wollen. Das ist das eine. Aber das Wichtige ist dann auch, dass eben Strukturen überprüft werden. Sind die Strukturen, und hier geht es erstmal um Personalstrukturen, sind die so, dass sie Vielfalt erkennen und zulassen? Also das geht darum, dass die Menschen, die die Auswahl treffen in den Gremien, dass man diverse besetzte Gremien hat. Männer, Frauen, Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen, vielleicht unterschiedlichen Units, die einfach mit, dass da unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen in Auswahlprozess hineinkommen. Also das ist ein Punkt zum Beispiel, oder das, wie man, welche Fragen man stellt, ist ja auch eine ganz entscheidende. Also das ist wichtig, sozusagen die Strukturen. Also das ist jetzt nicht dann immer das Bunte, was man manchmal mit Vielfalt denkt, die bunte Vielfalt, sondern hier geht es erstmal wirklich um trockene Strukturarbeit, die man leisten muss. Dazu gehört auch, dass man eben guckt und denjenigen, die eben die Auswahl treffen, ihnen sozusagen auch sie entsprechend schult. Es gibt, jeder Mensch hat bewusste und unbewusste Wahrnehmungsfilter. Und wenn man weiß sozusagen und selbst sie erkennt, in was für blinde Flecken man da vielleicht hat, und jeder Mensch hat diese Wahrnehmungsfilter, aber wenn man sich deren bewusst ist, dann kann man auch nochmal ganz anders damit umgehen und auch zu sagen, okay, das ist hier vielleicht meine spontane Entscheidung, aber ist das denn jetzt wirklich, ist das wirklich jetzt handlungsleitend für mich? Und das ist, also diese Trainings sind auch ganz wichtig, um sozusagen so in diesen Strukturen etwas zu verändern. Also um einige Aspekte zu nennen. Okay, das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich unterzeichne die Charta der Vielfalt, wie sieht das dann im Prozess aus? Also setzt man sich bestimmte Ziele und sagt, die will man bis dahin erreichen? Oder ist es ja, ich nehme an, ein Prozess, der bestimmt auch viele Jahre andauert oder vielleicht auch nie endet, wie Sie gesagt haben. Aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Also ich denke, wo da die Charta der Vielfalt und die Unterzeichnung der Vielfalt, der Charta hineinplatzt oder hineinkommt in so einen Prozess einer Organisation, ist ganz, ganz unterschiedlich. Manche Leute sind schon ganz lange unterwegs und bekennen sich dann in diesem Fall nochmal öffentlich dazu, sehen das nochmal als Motivation, und andere wollen anfangen. Wir hatten mal ein großes Unternehmen ganz am Anfang, die gesagt haben, Mensch, wir wollen das haben. Wir haben lange überlegt, was ist sozusagen unsere Ausgangsposition, und dann gesagt, wir nehmen einfach die 6 Punkte, die es in der Charta gibt, so damit fangen wir einfach mal an. Ne? Mhm. Und also von daher ist die Unterzeichnung der Charta dann eher begleitend zu einem Prozess, der sowieso in der Organisation abläuft. Ne? Weil jedes Unternehmen oder jede Organisation macht das ja nicht so zu nice to have, sondern es ist etwa, und es ist nicht irgendwie so ein nettes Projektchen, was man mal macht, sondern es geht darum, wirklich eine Kultur aufzubauen. Da geht es um ganz klar, dass man attraktiv sein will für die entsprechenden, für Talente. Ne? Das ist das eine. Bei uns in so einem Unternehmen, die entsprechende Anlagen wie Raffinerien, Bohrinseln etc. haben, ist das auch eine Frage der Sicherheit. Dass man eine Kultur schafft, wo jede Stimme
gehört wird, egal von wem sie kommt, wenn zum Beispiel etwas nicht richtig läuft, dass man sozusagen nicht der lautesten und kräftigsten Stimme zuhört, sondern egal von wem etwas gemeldet wird, es entsprechend ernst genommen wird. Und dass man da auch, von da ist es ein Sicherheitsthema auch bei uns, ganz klares Business-Thema. Und dann, wir leben in einer Welt, wo sich vieles ändert, gerade wir als Unternehmen aus dem Ölbereich kommt, die jetzt sich entwickelt hin zu einem integrierten Energieunternehmen, uns als Greening Company sehen, die zunehmend auch sein ganzes Geschäftsmodell im Grunde auch in Frage stellt und überlegt, wie sieht eigentlich die Zukunft aus, und da eben ganz neu denken muss. Da ist eben auch dieses Inklusive, dass man sagt, man will ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Wissenschaftlern, ganz unterschiedlichen Partnern jetzt auch zuhören und Ideen bekommen, vielleicht ganz anderen Disziplinen auch mit denen kooperieren. Da hilft auch so eine Kultur und ist ganz entscheidend, so eine Kultur der Inklusion, dass man eben offen ist für die Sichtweisen von anderen. Das geht dann weg von diesem klassischen 7 Dimensionen. Aber Vielfalt ist halt ja in jeder Hinsicht vielfältig. Es sind ja manchmal auch so ganz einfache Sachen, sage ich einmal, wie zum Beispiel, dass man über den anderen Bescheid weiß. Wenn jetzt zum Beispiel Muslime im Unternehmen sind, dass sie vielleicht beten oder wenn sie fasten, dass sie gerade Fastenzeit haben. Das führt natürlich zu sehr viel, wie soll ich sagen, auch dass man sich wohlfühlt im Unternehmen, wenn man das Gefühl hat, okay, man weiß über mich Bescheid. Es gibt ja auch viele Studien, die belegen, dass unterschiedlich besetzte Teams innovativer arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen. Und auch in Deutschland erkennen Unternehmen zunehmend, dass das Potenzial und eben auch und der Nutzen sozusagen der Unternehmenskultur auf Vielfalt und Inklusion basiert. Welchen Anreiz haben, also gibt es noch oder hat es denn noch für Unternehmen, diverser zu sein oder sich dafür einzusetzen und zu sagen, okay, wir möchten jetzt zum Beispiel einen Diversity-Beauftragten, der sich darum kümmert. Sie haben schon erwähnt, dass man zum Beispiel Nachwuchskräfte oder Talente dann eher sozusagen gewinnen kann. Welche Anreize hat das noch für Unternehmen? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es ja auch viel Arbeit kostet, viel Geld kostet, auch viel Denkprozesse kostet, die vielleicht nicht einfach sind, auch für andere, vielleicht schon lang eingesetzene Mitarbeiter. Ja, also Diversity, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, Diversity Inclusion ist kein Sozialprogramm für benachteiligte Gruppen, sondern es ist ein Thema, was alle betrifft. In einem Unternehmen betrifft. Und es geht darum, dass alle sozusagen mit ihrer gesamten Persönlichkeit und ihrem ganzen Selbst ins Unternehmen zur Arbeit kommen können. Sich nicht irgendwo verstecken, denn wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, ich habe hier wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht ganz ich selbst sein und muss sich verstellen, dann geht da sehr, sehr viel Kraft verloren. Und es ist Kraft und Fantasie und Initiative, die vom Arbeitgeber weggeht. Von daher ist es schon, dass auch das Interesse, eine Arbeitsumfeld der Inklusion, des Vertrauens aufzubauen, wo sich eben jeder wohlfühlt und seine volle Kraft auch in der Arbeitszeit einbringen kann. Sie hatten vorhin gesagt, was gibt es vielleicht auch ganz konkrete Sachen? Also ich hatte natürlich gesagt, die Strukturen und es ist ein Lernprozess und es ist immer wieder, also erstmal nochmal zu den Strukturen, dass man sagt, die Strukturen sollen so sein, dass Menschen anhand ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten deshalb genommen sind, ganz unabhängig, welche Dimension bei ihnen vielleicht noch eine Rolle spielt. Und jeder Mensch hat ja ganz, ganz viele Dimensionen. Man ist nicht nur Muslime, man ist auch Frau, hat ein gewisses Alter. Und also da gibt es viele Aspekte.
Und dann geht es aber auch darum, wirklich voneinander zu lernen und mitzubekommen und eben Wertschätzung. Also zum Beispiel, wenn dann Ramadan ist, dass man das einfach auch nochmal deutlich macht und Ramadan Mabruk dann eben wünscht und den Kolleginnen und Kollegen. Und dass man, bei uns gibt es so kleine D&I-Moments, wie es heißt, Diversity Inclusion Moments. Es gibt es auch zu Cybersecurity oder zu anderen, aber wo man so 3-4 Minuten vor Beginn einer Sitzung auf etwas hinweist. Ne? Zum Beispiel eben, jetzt beginnt Ramadan oder was weiß ich, in der Januarwoche griechisch-orthodoxen feiern jetzt Weihnachten. Oder sich, als die Paralympics waren, einfach auch darauf nochmal aufmerksam gemacht hat, was da gibt, oder Pride Month, also dass man wirklich gewisse Anlässe nimmt, um kleine Anlässe und einfach integriert in den Alltag das einbaut. Oder wir hatten auch Kampagnen im Unternehmen, wo man nochmal sagt, wo auch zunächst mal Führungskräfte, aber das war dann auch Anlass so für Sitzungen, dass man gesagt hat, in welchen Situationen habe ich mich inkludiert, einbezogen gefühlt oder in welchen Situationen auch ausgeschlossen. Na, dass dann jemand gesagt hat, Mensch, hier ist ja ein Unternehmen, wo sehr viel Englisch gesprochen wird und in die Telefonkonferenz, und wenn dann sagt, Mensch, hier, ich habe mich ja eben ausgeschlossen eher gefühlt in einer Situation, wo ich die einzige Deutsche war und das andere waren alle Engländer und die haben dann über das aktuelle Fernsehprogramm irgendwie Scherze gemacht und ich konnte überhaupt nicht mitreden oder haben einfach schnell gesprochen oder anders eben positiv. Also das sind ja mitten, das sind diese kleinen Sachen im Alltag, die dazu beitragen. Es sind oft gar nicht die großen, sondern diese kleinen Sachen, die dazu beitragen, ob man sich wohlfühlt. Ne? Wenn jemand sagt, Mensch, du bist doch, wenn jemand in Teilzeit ist und die Teamsitzung immer nachmittags auf 16 Uhr gelegt wird und der Mensch ist nur vormittags da, dann ist das, ist man gleich schon immer ausgeschlossen. Und solche Sachen, sowas anzusprechen, bewusst zu machen, das trägt viel dazu bei, ob man sich respektiert fühlt und wohlfühlt auch im Alltag, im Unternehmen. Also Diversity Inclusion muss sich im Unternehmensalltag zeigen. Was würden Sie Unternehmen raten oder empfehlen, die das Gefühl haben oder vielleicht auch die Befürchtung haben, dass sie, wenn sie ein Team haben, das vielfältiger ist, vielleicht größere Herausforderungen haben oder viele Auseinandersetzungen haben oder was auch immer. Gibt es da vielleicht einen Rat von Ihrer Seite, warum Sie sich vielleicht doch dem Thema widmen sollten? Ja, also es gibt nicht die eine einzige Lösung für etwas, aber ich würde immer sagen, reden und vielleicht sich auch in so einem Team professionelle Mediatoren holen, kann gut helfen. Und es ist eben schon so in einer Organisation, ich würde immer auch raten, dass man eben versucht, so einen ganzheitlichen Ansatz auch zu fahren. Also ich meine, die wirtschaftliche Situation schwankt immer mal und dann hat man mal mehr Reserven oder nicht. Und wenn so etwas in so festen Strukturen drin ist, ne, wie führe ich eben, die sind halt die Bewerbungsprozesse, ne, sind die entsprechend, also was ich vorhin auch gesagt hatte, dann funktionieren die Basis funktioniert, auch wenn man vielleicht gerade kein Geld hat, um irgendwelche Seminare zu machen. Ich denke, auch wenn man anfängt, sowas aufzubauen, so eine Diversity Inclusion Kultur, dann braucht man sicherlich am Anfang viele auch Reserven Reserven, also personelle Reserven, die dann eben so eine Strategie auch erarbeiten. Aber entscheidend ist es dann braucht man auch keine großen Diversity- und Inclusion-Abteilungen, sondern entscheidend ist es, dass es sozusagen in jeder und jede in ihrer, zunächst mal in der Führungsrolle auch lebt. Und da muss man, dass man dann Ziele setzt, die gleichwertig fast sind wie die wirtschaftlichen Ziele, weil das ganz, ganz eng miteinander verbunden
ist. Also bei uns ist das zum Beispiel in den Werten auch mit. Also wir haben 5 Unternehmenswerte und alle, jeder dieser Wert, wie zum Beispiel Respekt, wird beschrieben mit 5 Verhaltensweisen. Was verstehen wir da konkret drunter? Ne, dass man, und jeder in der Zielvereinbarung musste man sich bisher immer auch zu gewissen Verhaltensweisen committen. Wie kann diese Verhaltensweise mich jetzt auch in meiner tagtäglichen Arbeit unterstützen? Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu etablieren. Aber vielfältige Teams sind nicht einfach. Definitiv nicht. Aber viele Studien haben ja schon gezeigt, dass die Lösungen in der Regel innovativer sind, stärker am Markt sind und ja, auch nachhaltiger sind. Ich habe ja am Anfang das internationale Netzwerk Anahona gegründet, das sich für wirtschaftliche Integration von Frauen einsetzt, das sie auch mitbegründet haben. Anahona bedeutet ja auf Arabisch hier bin ich oder ich bin hier. Wollen Sie vielleicht uns noch ein bisschen mehr zu diesem Netzwerk erzählen? Ja, also Anahuna International Netzwerk ist sozusagen mein privates Engagement. Das hat jetzt nichts mit dem Unternehmen zu tun. Anahuna, wie Sie sagten, heißt ich bin hier, je suis là. Oder das war ursprünglich eine Medien- und Filmkampagne, die in Marokko, Tunesien, Ägypten und Jordanien stattfand mit Unterstützung und Koordination der GIZ und mit Filmen, also über 6 Jahre lief das Projekt bei der GIZ. Es wurden Filme gedreht, die alltägliche Situationen von Frauen in diesen Ländern zeigen. Also die Filme wurden von Filmemacherinnen und Machern vor Ort gedreht und diese Filme wurden genutzt, um in den Dialog mit Menschen zu kommen zum Thema Stereotypen auch, ne? Geschlechterstereotypen. Und es ist dann auch ein entsprechendes Education Kit entstanden, also wo man anhand dieser Filme eben wirklich auch ja, Übungen machen kann und so eben ja, ein Bewusstsein verändert für Frauen und Männer. Und das wurde in Schulen genutzt, in der Uni genutzt und Filmvorführung im Rahmen des Ramadans und hat also eine gute Diskussion immer vorangebracht. Und nach 6 Jahren war das Projekt vorbei und die NGOs und einzelne Individuen, ja, also Frauen und Männer aus diesen 4 Ländern zusammen mit Leuten aus der GZ haben dann gesagt, wir wollen da weitermachen. Da ist so viel Kreativität und so viel dabei, wir wollen da weiter aktiv sein. Und dann haben wir eben dieses Netzwerk, Anahuna International Network gegründet. Das ist zwar hier in Deutschland als Verein registriert, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, es sind hier die deutschen Mitglieder, die da vor Ort was tun, sondern ich bin da zwar Vorsitzende, aber die Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sitzen eben in Ägypten, Jordanien und Marokko. Und das Ziel ist es zunächst mal auch so länderübergreifend uns zu vernetzen. Best Practice auszutauschen. Wir haben eben diese Tools, in denen gearbeitet werden. Es gibt die auch in der deutschen Übersetzung, sodass man eben also das auch hier nutzen kann und hier in Deutschland mitarbeiten kann. Und wir sind weiterhin dort vor Ort und jetzt durch Corona ein bisschen weniger, weil man ja eben nicht so wirklich auch sich da vor Ort be begegnen kann im Moment. Und wir sind vor Ort und versuchen uns auch mit anderen NGOs zu vernetzen, um eben gerade so das Thema Stereotype, dass Frauen eben was wir in dieses Ich bin hier, Anahuna, das ist eben sozusagen, ich übernehme Verantwortung, ich nehme die Dinge selbst in der Hand. Also das steht für ganz viel, ne? Ich mache einen Unterschied und ich bin sozusagen auch aktiver Teil eines Ganzen. Also wirklich auch so Frauen dann auch so als nochmal so als Teil der Gesellschaft und dass sie eben über
diese Entscheidung, wie sie auch berufstätig sein wollen, eben, dass sie dabei gestärkt werden. Also eben die Inklusion, auch hier wieder Begriff der Inklusion, in den Arbeitsmarkt dann eben finden. Und da gestärkt werden. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, wir neigen schon wir nähern uns dem Ende zu. Mhm. Ich möchte vielleicht noch kurz darauf aufmerksam machen, dass die AMF-Tagung Diversität und Gleichstellung am 25.09. Stattfindet und da gibt es noch Plätze, wer sich anmelden möchte. Und da wird auch Frau Brigitta Wortmann dieses Trainingskit, von dem sie gerade gesprochen hat, vorstellen. Genau, ansonsten bedanke ich mich. Ich glaube, das ist jetzt eine Ziellandung. Sie haben noch etwas, was Sie gerne noch hinzufügen würden. Nein, ich lade auch alle ein, sich auch durchaus auf der Charta der Vielfalt Webseite auch nochmal zu gucken. Es lohnt sich wirklich, es ist wirklich spannend, auch diese Vielfalt, sich mit Vielfalt und Inklusion zu beschäftigen. Und gerade auch um den Aspekt bei all dieser Vielfalt, die wichtig ist, dass sie auch ausgelebt ist, dass man dann auch immer guckt, wie verbindet man das? Wie können wir in unserer Demokratie eben auch diese Vielfalt leben, aber eben zu einem gemeinsamen gesellschaftlichen Miteinander auch kommen? Also, dass es nicht uns auseinanderdriftet, die Vielfalt, sondern entsprechend uns zusammenbringt. Aber es gibt euch noch Fragen, was? Ich sehe auch gerade, es gibt eine Frage, ich schaue gleich nach. Es gab ja im Frühjahr eine Entscheidung des EuGH, das Unternehmen möglicherweise das Kopftuch verbieten können. Kann ich bei einem Unternehmen, das die Charta der Vielfalt unterschrieben hat, sicher sein, dass mir das Kopftuchtragen nicht verboten wird, ist die Frage. Kann ich nicht sagen, ob das das unterschreibt jetzt keiner, von daher, ich weiß auch nicht, ob da eine Position, ich kann nicht für alle 4.000 da jetzt sprechen. Ich weiß nur, bei unserem, wir haben dieses Jahr, das ist vielleicht auch interessant noch, vielleicht ein anderer Tipp, BP hat global dieses Jahr erstmalig ein Diversity, Equity and Inclusion Report rausgegeben. Den findet man auf der Webseite bp.com, auf der englischen globalen Seite. Und da sind auch eine Kollegin mit Kopftuch mit abgebildet. Also weil ich kenne es auch, wenn von anderen das auch Kopftuchträgerin gibt. Mhm. Ja, genau, aber also, das ist nochmal interessant. Vielleicht kann man darauf sagen, dass man es einfach versuchen sollte, weil anders wird man es vermutlich nicht herausfinden. Und wie Sie sagen, es gibt schon sehr viele Unternehmen, die da auch nicht nur die Vielfalt leben, sondern auch zeigen möchten, um auch vielleicht andere einzuladen, die andere Diversitätsmerkmale haben, sich also als Teil davon zu sehen. Mhm. Ja, dann bedanke ich mich für das sehr spannende Gespräch. Ich danke Ihnen und freue mich, wenn alle, die zugesehen haben, auch beim nächsten Mal zusehen. Schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch allen einen schönen Abend. Jo. Danke. Tschüss. Ciao.